Hallo und herzlich willkommen zur 123. Ausgabe von Crazy Clip TV. Heute haben wir Sami von Faderhead als Special Guest. Hallo Sami. Hi Paddy. Wie geht's? Kann mich nicht beklagen, etwas kühl hier oben. Ja, wir sind hier gerade auf dem Dach vom Dockland im Hamburger Hafen. Und du machst ja auch coole Musik, da können wir auch einen kühlen Ort praktisch ein Interview machen, oder? Ich bin ein bisschen weich, von daher. Oh, es geht schon, fast schon. Als erstes musst du uns natürlich mal verraten, was für ein cooles Bier du gerne trinkst. Krombacher oder tschechisches Budweiser, das sind meine zwei Lieblingsbier. Also nichts hier aus dem Norden eigentlich. Nee, kann ich nicht mit dienen. Ja, wie lange bist du überhaupt schon in Hamburg? Ich bin hier geboren, bin dann mit 3 Jahren, da hat man ja nicht so viel Wahl, von meinen Eltern verschleppt worden nach Nordrhein-Westfalen und bin 99 wieder zurückgekommen. Also fast 10 Jahre wieder. Mit deinen Eltern oder? Nee, die wohnen da noch und haben sich jetzt, teilen sich Spanien und Deutschland als Rentenheimat sozusagen. Ist auch nicht schlecht. Nee, ist nicht schlecht. Ich wäre jetzt gerne Rentner schon. Ich wäre jetzt gerne in Spanien, da ist warm. Stimmt. Ja, welche Instrumente beherrschst du so? In der Reihenfolge des Könnens würde ich sagen Gitarre, Bass, Gesang, Klavier, Schlagzeug und halt Synthesizer-Programmierung, aber das ist, da muss man ja nicht viel für können. Also das ist relativ simpel. Wie nimmst du deine Platten auf? Also ganz alleine oder hast du einen Produzenten oder? Nee, das 99% der Sachen mache ich selbst und gehe dann zu befreundeten Musikern oder Produzenten und sage, hör mal da rein, was hältst du davon? Und dann kommen gerne mal Tipps und Anregungen, wo man sagen kann, das mache ich oder das mache ich nicht. Also ich würde nicht gerne jemanden haben wollen, der da sitzt und sagt, du musst jetzt aber die Vocals ändern, sondern das ist immer so eine, das ist ein chinesisches Parlament, die können Vorschläge machen und ich entscheide nachher, was ich davon haben will. Und du bist ja in der schwarzen Szene sehr umtriebig, machst ja aber keine typische schwarze Musik. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich das zu Hause nicht höre. Also ich denke, die Platten werden lustigerweise immer härter, weil meine Metal-Einflüsse immer mehr durchkommen und meine Stimme immer härter wird sozusagen. Aber von der Musik her, das, was ich nicht privat höre, kann ich auch nicht in der Musik einfließen lassen sozusagen. Von daher. Was sind denn deine Vorbilder? Also schwarze Szene scheint das nicht zu sein. Naja, es kommt drauf an. Also immer das, was mir gut gefällt. Das heißt, es gibt manchmal Tracks, wo man denkt, oh, das ist jetzt so, da hat er bestimmt Suicide Commando gehört oder sowas. Und in Wirklichkeit habe ich dann, was weiß ich, Oasis gehört. Oder irgendwas anderes, was mich drauf gebracht hat, was zu machen. Aber das dann in ein ganz anderes Klanggewand zu packen. Und wenn man lange Musik macht, dann hört man auch im Normalfall ziemlich viele verschiedene Bands, hoffe ich zumindest. Und bei mir kommt dann wirklich alles durcheinander, sodass man gar nicht sagen kann, der hat jetzt den ganzen Tag Hosiko gehört und deswegen klingt das Album genau wie Hosiko. Und deswegen halt auch diese Antwort auf die Frage von vorhin, warum ist das nicht der typische Kram, weil ich einfach viele verschiedene Sachen höre, die dann einfließen. Und grundsätzlich hört man im Club ja immer deine harten Tracks, aber du hast ja auch eine andere Seite. Du lässt ja manchmal den Softie raushängen. Ja, geht nicht anders. Ich glaube, kein Mensch ist ernsthaft immer nur eine Person. Also jeder ist mal fröhlich, jeder ist mal sauer, jeder ist mal traurig. Und von daher wäre es total unrealistisch, Platten zu machen, die immer nur genau eine und dasselbe Ding abdecken und immer nur, ich bin der Harte und ich bin stinkwütend auf alles Mögliche. Ich bin ja gar nicht stinkwütend, mein Leben ist ja gut. Also von daher gibt es Phasen, wo ich traurig bin und dann mache ich mal Songs, die ein bisschen ruhiger sind, ein bisschen düsterer, vielleicht ein bisschen melancholischer. Mal bin ich fröhlich, dann singe ich über Dirty Girls, Dirty Boys und mal bin ich stinksauer, weil ich irgendwas Stress in der U-Bahn hatte, dann singe ich halt Houston. Und ich denke, das ist einfach nur normal und natürlich. Alles andere wäre halt zu bewusst gedacht, ich muss eine Sache machen und das mag ich nicht. Dafür mache ich keine Musik. Deine Texte sind ja auch mal leicht ironisch, immer so ein bisschen nie so direkt, finde ich. Da wird nicht nur über Liebe und schönes Wetter gesungen, sondern da ist mal ein bisschen mehr dahinter, ne? Ja, ich versuche eigentlich in den meisten Texten 2 oder 3 verschiedene Ebenen reinzubringen. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel The Protagonist anhört, da geht es oberflächlich darum, dass da ein Film gedreht wird. Und das hat natürlich eigentlich mit dem Filmdrehen nichts mehr zu tun. Aber wenn ich jetzt singe,
Make-up lets me be a real man, dann heißt das eigentlich, dass die, als Beispiel jetzt, ist damit gemeint, dass jemand eine nach außen hingetragene Fassade dazu nutzen kann, jemand anders zu sein, der er in Wirklichkeit gar nicht ist. Und diese verschiedenen Schichten gibt es eigentlich in ziemlich vielen Texten. Natürlich, Coke for my ass hat eigentlich keine 10 verschiedenen tiefen Metaphern da drin, also das ist Quatsch, aber ich versuche schon, wenn es nicht nur ironisch ist, halt auch noch ein bisschen was dahinter zu verpacken. Und wenn es reicht, dass ich weiß, was das heißt, das ist schon ausschlaggebend genug. Dann. Okay. Sami, du hast ja deine Zusammenarbeit mit Accession Records, die ja eigentlich recht erfolgreich war, ja beendet. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Ja, du wolltest mehr Geld verdienen, dein eigenes Label machen. Ne? Genau, ich wollte stinkreich werden. nee, Quatsch. Es gab einfach mal eine Phase, wo ich durch private Investitionen so viel Geld in das Projekt reingebuttert habe, dass ich irgendwann gesagt habe, das lohnt sich jetzt überhaupt nicht mehr. Und dann war auch eigentlich angedacht, die ganze Faderhead-Geschichte einzustampfen. Und hätte mein Freund Marco Ribbe damals nicht gesagt, es geht gar nicht, ich will gerne FH3 hören, und hat einfach gesagt, pass mal auf, wir machen das jetzt so und so und so und so und ich lege dir so und so viel Geld auf den Tisch, dass du das durchziehen kannst. Das Geld war jetzt nicht für mich, dass ich mir für einen Porsche kaufe oder sowas, sondern einfach dafür, dass eine Platte vernünftig gemacht und vernünftig rausgebracht werden kann, ohne dass ich mir einen Gedanken darüber machen muss, ob ich morgen meine Heizung noch bezahlen kann und meine Miete. Hätte der das nicht gemacht, dann wäre die Platte gar nicht draußen gewesen. Und so ist es halt ganz angenehm zu wissen, dass da jemand ist, der sagt, es kommt mir wirklich nur aufs Künstlerische an, weil ich verkaufe in Wirklichkeit Klamotten und ich muss keinen Pfennig Geld mit deiner Musik verdienen. Dass so jemand dann einfach sagt, wir unterstützen das vorbehaltlos, was auch immer du machen willst. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum es FH3 überhaupt noch gibt. Also mit der Arbeit von Accession war ich komplett zufrieden. Da gab es überhaupt nichts zu kritteln oder sowas. Die wissen lange genug, was sie machen und machen das auch gut. Aber ich musste mich halt irgendwann entscheiden, ob ich das jetzt ganz dran geben will oder ob ich das dann mit jemand anderem weitermache, wo es keinerlei finanzielle Beschränkungen gibt dann im Prinzip. Das neue Label heißt wie? L-Trax Records. Das gehört zu Lost Legends, ist ein Online-Shop und Lost Legends in 2L, also passt der L-Trax ziemlich gut. Du musst jetzt immer seine Klamotten tragen auf der Bühne. Es war sogar mal angedacht, eine Faderhead-Kollektion schneidern zu lassen. Das fand ich dann irgendwie ein bisschen überflüssig, muss ich ehrlich sagen. Also, nee. Wie wäre die denn gewählt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. So weit haben wir dann doch nicht gedacht. Das war mehr so. Latex oder mehr Leder? Ich habe keine Ahnung, Mittelaltergewandung. Irgendwas. Ist nicht zu Ende gedacht worden. Okay. Ja, wir zeigen jetzt gleich den Videoclip zu deiner neuen Single, die eigentlich ja unaussprechlich ist. Tanz 234 ist ziemlich einfach, ist auf Deutsch. Ja, aber es sind ja 4 Buchstaben abgekürzt geschrieben. Genau, T, Z, D und V. Ja. Und wieso? Weil der Rest des Albums nur englische Titel hat und auch der Song eigentlich komplett einen englischen Text hat, außer den Chorus. Und dann fand ich einfach das Passende, dass in den Album, nicht Credits, erstens auf der Albumrückseite, dass das sich da besser einfügt. Und er wurde ausgesucht als Single, weil? Gute Frage. Weil er sehr kluppig ist? Ja, auch, aber es gibt noch 4 andere klubbige Tracks. Also das war gar nicht das Ausschlaggebende. Das war einfach der Track, der nachher, wo alle gesagt haben, das ist so das erste Ding, was raus muss. Und wir wollten auch auf jeden Fall ein Video drehen und da passte es ganz gut, nach Exit Ghost auf jeden Fall was Clubbiges wieder zu machen, weil das ist halt genau das Gegenteil dann dazu. Und die halbe Hamburger Szene sehe ich da im Hintergrund? Alles Freunde und Bekannte von mir. Also das bot sich dann an zu sagen, es ist ein Song über Club und Party und da kann ich die Leute nehmen, mit denen ich die letzten paar Jahre Party gemacht habe und fragen, ob sie nicht im Video dabei sein wollen. Und ich war ziemlich gestresst bei dem Videodreh, weil ich gleichzeitig Regisseur und Darsteller und was weiß ich alles war. Aber alle anderen haben gesagt, dass sie es richtig entspannt fanden und Spaß hatten. Und da war halt Party bis 12 Uhr nachts irgendwie in so einem Gebäude auf der anderen Seite der Elbe. Und das war schon gut, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und Spaß hatten Sie, weil das Catering war gut mit viel Sekt und so? Es ging. Ich habe mich so ein bisschen verschätzt, was die alle wegputzen und vertrinken. Aber es ging. Um die Ecke war eine Tankstelle, da konnte man dann nachkaufen und das war kein Problem. Ja, dem Video sieht man auf jeden Fall den Spaß an. Das zeigen wir jetzt mal.